Ja, Markenbildung ist das Thema. Und zwar geht es um das Wie. Wer oder was soll die Marke bilden? Soll es eine Marke sein oder mehrere? Und wenn mehrere, wie sind die dann miteinander verbunden? Das sind so Fragen bei der Markenbildung. Zuerst aber, warum überhaupt Markenbildung? Ja, kommt im Grunde genommen aus der Tierwelt. Kannst du dir damit gut geistiges Bild machen. Beim Markieren geht es ja darum, dass ich eine einzigartige Duftmarke setze, indem ich das Bein hebe oder wie ein Bär mich am Baum hochstrecke und dann die Krallen ausfahre und da mit meinen Krallen markiere. Es geht immer darum, Revier abzustecken, damit alle wissen, das hier, das gehört zu X. Und dadurch werden Feinde abgeschreckt und Partner angelockt. Partner im Sinne beispielsweise auch von Kunden. Es gibt unterschiedliche Arten von Marken. Da gibt es die Produktmarke. Da geht es darum, dass die Duftmarke das Branding des Produkts ist. Und das Produkt ist auch gleichzeitig das Revier, das verteidigt werden muss, das abgesteckt wird. Also das Produkt ist gleichzeitig auch das Revier. Beispiele sind da Softgetränke oder Reinigungsmittel. Da geht es immer um die Eigenschaften und das Aussehen des jeweiligen Produkts. Kennst du auch aus der Werbung? Es geht immer um das Produkt und dem Produkt werden auch Emotionen zugesprochen. Dann gibt es die Personenmarke. Da geht es immer um eine einzelne Person. Da ist die Duftmarke das Branding der Person. Bei Personen nennen wir das auch Image. Und das Image ist in dem Fall das Revier, das verteidigt werden muss, das abgesteckt wird. Also das Image ist in dem Fall gleich dem Revier. Und Beispiele dafür, das sind Coaches, Pastorinnen, Ärztinnen, Politikerinnen, Sportlerinnen und so weiter. Alle Personen, bei denen es um ihre Individualität geht. Da geht es dann um die Personenmarke. Bei der Familienmarke geht es dann um das Image der gesamten Familie. Was ein Mitglied macht, hat Auswirkungen auf die gesamte Familie. Was die Familie macht, hat Auswirkungen auf jedes einzelne Mitglied der Familie. Und Beispiele für Familienmarken findest du zum Beispiel im Bereich Handwerk. Handwerksbetriebe in dritter Generation. Gastgewerbe in so und so vierter Generation, im Handel, wie beispielsweise Dr. Oetker, in der Lebensmittelproduktion, ist ein sehr gutes Beispiel. Oder auch Rossmann, auch im Handel. Das alles sind Familienmarken. Dann gibt es die Unternehmensmarken. Die sind in der Regel nicht unbedingt mehr familiengeführt und familienbezogen. Da stehen dann wieder die Produkte im Vordergrund. Und da ist die Kombination aus dem Image der Familie und dem Produktbranding das Revier. Also Unternehmensmarke ist so eine Zusammenfassung und der Schwerpunkt liegt auf den Produkten. Beispiele sind Handelsketten, die Industrie, Privatfernsehen. Also Handelsketten wie Rewe, Industrie wie Bayer, Privatfernsehen wie die ProSieben-Gruppe. Als nächstes gibt es die Konzernmarke. Konzerne bestehen aus ganz, ganz unterschiedlichen Unternehmen, die nicht unbedingt inhaltlich was miteinander zu tun haben müssen. Und da geht es dann darum, dass das Revier, die Duftmarke, entsteht aus dem Konzernimage, dem Image der einzelnen Unternehmen, dem Image der Produkte. Also es geht um ein ganz, ganz großes Revier, was da verteidigt und was abgesteckt werden muss. Da geht es um internationale Unternehmen, die unterschiedliche Branchen und Produktsparten in einem Portfolio vereinen. Das ist die Konzernmarke. Nestle, auch ein gutes Beispiel. Dann gibt es die Markenbildung in zig Mischformen. Wie ist das, wenn wir Düfte mischen? Es geht ja immer noch um die Duftmarken. Das kann fürchterlich nach hinten losgehen oder ein tolles Erlebnis sein. Ein tolles Erlebnis, ein tolles Ergebnis ist die Marke HIP. Bei der Marke HIP ging es erst um eine Personenmarke plus Produktmarke und dann hat Herr HIP Senior seinen Sohn mit in die Familie, in die Familienmarke hineingenommen. Es wurde dann von einer Personenmarke zur Familienmarke und es gab bewusst eine Übergabe von einer Generation zur anderen Generation. Das ist jetzt eine Familienmarke mit
einer Produktmarke weiterhin Produktmarke im Sinne von Bio-Baby-Nahrung. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Duftmarken voll nach hinten losgehen. Beispiel dafür evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers. Da, ganz klar, Kirche zu Beginn, Jesus Christus, Personenmarke, Familienmarke im Sinne von Jünger, Apostel, Anhänger. Das war früher so. Die aktuelle Kirche, meine evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, hat sich leider anders entwickelt. Da ist der Glaube zum Produkt geworden, zur Produktmarke. Und es geht um eine Konzernmarke. Es geht im Grunde genommen nur noch darum, weit entfernt irgendwelche Dinge zu verwalten und die Emotionalität, die emotionale Bindung zur eigentlichen Person, Jesus Christus, entfernt sich immer mehr. Die Bindung zur Familie entfernt sich ebenfalls immer mehr. Das ist einer der großen Merkmale der unterschiedlichen Markenarten, Personenmarke, Produktmarke bis hin zur Konzernmarke. Die Wahrscheinlichkeit der emotionalen Bindung sinkt. Umso größer das Ganze wird und umso unpersönlicher das Ganze wird, umso mehr sinkt die emotionale Bindung und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Marke zerstört wird. Warum? Weil die emotionale Bindung der Kitt ist, aus dem eine Marke besteht. Also jeder fängt mit einer Einzelmarke an. In dem Moment sei dir aber bewusst, dass es dabei nicht bleiben wird. Du wirst mit Sicherheit weitere Marken dazu nehmen, sei es weitere Produkte, sei es eine Kombination aus Produktmarken und Personenmarken. Und im Laufe der folgenden Jahre ist es durchaus denkbar, dass aus einer Clustermarke dann sogar noch mehr Clustermarken entstehen. Das bedenke von Anfang an und egal in welche Richtung es bei dir geht, ob Personenmarke oder Produktmarke, womit auch immer du startest und was immer auch deine Richtung sein wird, gehe immer davon aus, dass du die Emotionen berücksichtigen musst. Ohne Emotionen kann sich keine Marke halten und damit meine ich Emotionen sowohl bei deinen Kundinnen und Kunden als auch deine eigenen Emotionen. Wenn deine eigenen Emotionen mit der Marke nicht übereinstimmen, kann die Marke sich nicht halten. Weckst du keine Emotionen bei deiner Kundschaft, kann eine Marke sich nicht halten. Das war's zum Thema Markenbildung. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Ich freue mich darauf, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bleib mit mir in Verbindung. Ich freue mich.